Dieses Mal geht's für mich ganz weit hoch in den Norden nach Læsø, die nördlichste Insel Dänemarks. Ein verträumter Oase mit unberührter Natur, gemütlicher Atmosphäre. Hier findet man ganz viel Ruhe, endlose Weite und tolle Fotomotive. Læsø ist ideal, um hier die Seele baumeln zu lassen und zu jeder Jahreszeit ein tolles Urlaubsziel. Eine besondere Attraktion sind die Tangdächer aus Seegras. Die gibt es nur hier auf Læsø. Ich treffe Henning Johansen, der sich seit einigen Jahren mit den Seegrasdächern beschäftigt und viele davon restauriert hat. Die halten über 100 Jahre und dann fangen da an, Blumen drauf zu wachsen und Gräsern. Und ja, umso älter, umso schöner. Sie stammen aus einer Zeit, als Læsø weder Wald noch Stroh hatte. Dafür gab es jede Menge Seegras, die die Frauen auf den Dächern legten, während die Männer zu See fuhren, um zu fischen. Könnt ihr euch vorstellen, ein Dach, was über 300 Jahre hält? Wahnsinn! Vor 200 Jahren gab es hier auf Læsø etwa 600 Tanghäuser. Heute sind es gerade mal 30. Die meisten davon stehen wegen ihrer Architektur unter Denkmalschutz. Wir möchten die Häuser hier auf Læsø schützen, weil sie einfach fantastisch sind. Weil wir daran glauben, dass Seegras auch in der heutigen Zeit noch eine große Bedeutung hat. Es gibt jede Menge davon und es hat dieselbe Qualität wie damals. Zeit, es selbst mal auszuprobieren. Henning zeigt mir, wie die Frauen damals den Seetang eingedreht und geflochten haben. Gar nicht mal so einfach, wie es aussieht. Also ich brauche bestimmt 2 Monate, wenn ich alleine ein Dach hier machen müsste. Würde mich hier schön gemütlich machen, ne? Nach einer kleinen Verschnauspause mache ich mich als nächstes auf die Suche nach dem weißen Gold von Læsø. So nennt man das Meersalz, was hier in einer Salzsiederei nach alten Siedetechniken aus dem Mittelalter gewonnen wird. Siedemeister Paul führt mich in die Siedehütte, wo pro Jahr 80 Tonnen Salz gesiedet werden. Es schmeckt von Sommer am Strande in Dänemark. Das ist ja wirklich ein Produkt, was wir alle jeden Tag benutzen. Es ist überall drin. Darüber machen wir uns eigentlich nicht so viel Gedanken. Ich schon als Koch, ja, weil das ist für mich wirklich wichtig ist, ein ordentliches Salz zu haben, mit dem ich kochen kann. Paul zeigt mir, wie man aus Sole wohlschmeckendes Meersalz gewinnt. Das salzhaltige Grundwasser wird nach 800 Jahren alten Handwerk so lange erhitzt, bis das Salz kristallisiert und dann in großen Körben geschaufelt, wo es abtropfen kann. Der hat das Salz gemacht über 3 Stunden und können es eine gute Portion mitnehmen, hat es in ihr Körper aufgeschaufelt. Ja. Aber der hat nicht so viele Muscheln, als ich habe. Damit ich mit dem Salz später nicht sparen muss, nehme ich am besten einen kleinen Korb mit. Sicher ist sicher. Jetzt schaue ich noch mal kurz bei Læsø Tang vorbei, einem lokalen Geschäft, in dem man coole Algenprodukte kaufen kann. Zuckertang, ja, das hat eine schöne Süße. Das heißt, selbst wenn man Marmelade damit macht, schafft man es, dass die Marmelade, der Zuckergehalt reduziert wird um bis zu 25%. Mit Algenchips und Algenmarmelade im Gepäck mache ich mich auf den Weg zum Hafen in Österbü, wo ich André von Læsø Spiesehus treffe. Mit ihm werde ich heute eine ganz besondere Delikatesse zubereiten. Also Læsø ist bekannt für seinen Kaiserhummer und die Jungs kommen gerade rein mit frischen Fang und davon wollen wir uns definitiv jetzt ein paar catchen. Wer auf Læsø Urlaub macht, sollte sich den Jomfruhummer, so heißt der Kaiserhummer nämlich auf Dänisch, auf keinen Fall entgehen lassen. Keine Panik, es gibt genügend davon für alle, denn Læsø ist Europas größter Kaiserhummerlieferant. Wesentlich kleiner als der normale Hummer, aber dafür intensiver, ein bisschen süßer im Geschmack. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt, was sie hier auf der Insel haben und bekannt für die Region hier. Ich bin super gespannt und freue mich drauf, die gleich mal richtig auf den Grill zu hauen. Wir werden eine Version machen, wie du das am liebsten magst. Ja, wirklich nur im Wasser gekocht mit Salz, Zitrone und Mayonnaise. Wir werden eine Variante machen mit unseren Algen, die wir vorhin geholt haben. Ja, mit Marmelade und Apfel. Eben gerade gesiedet und schon haben wir es hier und können damit kochen. Mega. Das würdet ihr bestimmt jetzt auch gerne essen. Lecker!
Und jetzt kann gegessen werden. Gut. Traumhafter Hafen, Ausblick darüber, die Sonne scheint. Ganz, ganz leckeres Essen. Ein wirklich besonderer Ort in Dänemark. Ja, wo kann es nur jeder raten, ihr müsst unbedingt mal hierher fahren. So, wir sind jetzt hier angekommen in Krobegården. Ja, hier kann man wunderbar ausreiten über die Wiesen und Felder bis runter zu den Salzlagen. Und ich werde mich jetzt mit auf ein Pferd nehmen und dann wird es mal richtig abgehen. Reiten ist hier auf der Insel sehr beliebt und die Islandpferde passen einfach perfekt in die Landschaft. Durch ihren angenehmen Gangart und ihren guten Charakter sind sie ideal für einen Reitausflug geeignet. Es ist wunderschön, ja, durch die Salzlagen hier zu reiten mit den Pferden. Und das machen die auch ganz toll. Und ihr braucht auch keine Angst zu haben. Ja, das ist wirklich für Anfänger super easy, so wie für Fortgeschrittene. Und was gibt es Schöneres, nach einem aufregenden Tag die unberührte Natur von Lessö vom Pferderücken aus zu erleben? Genau das ist Brian's Way of Life.